Was haben wir da nur für einen geilen Mardu-Commander erhalten? Hallo und herzlich willkommen bei Elder Demon Highlander. Heute sprechen wir über Isshin, Two Heavens as One. Und wie der Name schon verraten lässt, haben wir hier einen ziemlich geilen Commander. Und wenn ihr mich fragt, sogar vielleicht einen der besten Mardu-Commander, die wir seit langem gesehen haben. Isshin kostet insgesamt 3 Mana, ein rotes, ein weißes und ein schwarzes Mana. Das macht ihn eigentlich schon relativ günstig, allerdings benötigen wir hier 3 Mana verschiedener Farbe, weshalb wir unsere Mana-Basis ziemlich gut aufbauen müssen, um Isshin selber früh im Spiel ausspielen zu können. Er ist eine 3-4er-Kreatur mit dem Kreaturentyp Mensch und Samurai und immer wenn eine Kreatur angreift und dann eine ausgelöste Fähigkeit bei einer bleibenden Karte, die wir kontrollieren, auslöst, dann wird diese Fähigkeit ein weiteres Mal ausgelöst. Diese Fähigkeit ist eigentlich ziemlich simpel, aber auch ziemlich stark. Und so mag ich es auf Magic-Karten, wenn wir nicht unnötig viel Regeltext aufgedruckt haben und dennoch einen mächtigen Zauberspruch vorfinden. Das Gute hierbei ist, dass nicht nur Kreaturen, die wir angreifen, Fähigkeiten auslösen können von bleibenden Karten, die wir kontrollieren, sondern auch gegnerische Kreaturen können uns ja theoretisch angreifen oder einen anderen Gegner und dann auch hier wieder ausgelöste Fähigkeiten unserer bleibenden Karten auslösen, weshalb auch diese hier noch ein weiteres Mal ausgelöst werden. Die Strategie mit Isshin ist also klar. Wir wollen in der Farbidentität von Mardu das Beste spielen, was wir nur haben, möglichst viele Kampfphasen erzeugen und auch möglichst viele Karten spielen, die irgendwelche Trigger haben, wenn Kreaturen angreifen, um so den größtmöglichen Benefit aus unseren Commander herauszuholen. Allerdings auch, um das Spielfeld zu dominieren und die Angriffsphase in unserem Zug so richtig unangenehm für unsere Gegner zu machen wie nur möglich. Offensichtlich ist da natürlich, dass wir Karten spielen wie zum Beispiel den Grave Titan. Wenn er das Spielfeld betritt oder angreift, dann legen wir 2/2er schwarze Zombie-Kreaturen Spielsteine aufs Spielfeld. Diese Karte als solches finde ich schon ziemlich stark und ich kann es mir gar nicht ausmalen, wie stark er nur sein mag, wenn seine Fähigkeit gleich 2-mal ausgelöst wird pro Kampfphase. Aber auch der rote Titan, welcher Schaden schießen kann? Oder aber auch der weiße Titan dürfen in diesem Deck nicht fehlen, denn er kann zum Beispiel eine bleibende Karte mit umgewandelten Mana-Kosten von 3 oder weniger von dem Friedhof aus wieder ins Spielfeld befördern. Und das in Kombination mit unserem Commander gleich 2-mal. Ziemlich vorteilhaft bei diesem Titan ist sogar auch, dass wenn wir unseren Commander einmal im Friedhof liegen lassen haben, weil er gestorben ist, können wir ihn mit dem Sun Titan sogar gleich wiederholen. Natürlich müssen wir bedenken, dass dann in dieser Angriffsphase keine Fähigkeit 2-mal triggert, da die Kreaturen bereits alle angegriffen haben. Den roten Titan habe ich bisher noch nicht in ganz so vielen Decklisten gesehen und empfinde ihn auch eher als schwach. In Kombination mit Isshin, unserem möglicherweise neuen Commander, finde ich es allerdings ziemlich stark, wenn wir stattdessen auf einmal 6 Schadenspunkte verteilen können. Eine Karte, die ich lange Zeit bei mir auf dem Schrank liegen lassen habe, weil ich nicht wusste, in welches Deck sie gehören soll, ist der leidenschaftliche Ansturm. Eine Verzauberung aus Apokalypse, die besagt, immer wenn eine Kreatur, die wir kontrollieren, angreift, erhält sie +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Das ist eigentlich ganz okay, allerdings passte es nicht wirklich in viele Decks rein, die ich bisher gebaut habe. Wenn ich mir nur vorstelle, dass in Kombination mit unserem Commander jetzt die Kreaturen +4/+4 erhalten, ist das schon wieder eine andere Hausnummer. Gerade wenn wir dies kombinieren mit Aurelia, dann ist das schon ziemlich gut. Denn immer wenn sie das erste Mal angreift in jeder Runde, erhalten wir eine zusätzliche Angriffsphase und dürfen alle Kreaturen, die wir kontrollieren, enttappen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, diese Fähigkeit von Aurelia wird nicht mitkopiert durch unseren Commander, da dies kein Angriffstrigger ist, sondern eine Bedingung hier überprüft wird. Wenn ihr wisst, wie genau dieser Regeltext von Aurelia in Kombination mit Isshin ausgelegt wird, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Ich würde mich sehr über euer Feedback freuen. Aber auch wenn wir mit Aurelia nur eine Angriffsphase erhalten, ist das schon ziemlich stark, denn dann können wir nämlich jeden Angriffstrigger, den wir haben, ein weiteres Mal doppelt auslösen. Ebenfalls würde ich auch nicht auf die Verzauberung Marchesas Decree verzichten, denn zunächst werden wir erstmal der Monarch, wenn wir diese Verzauberung ausspielen und dürfen zu Beginn unseres Endsteps erstmal eine Karte ziehen. Und immer wenn eine Kreatur uns angreift oder einen Planeswalker, den wir kontrollieren, dann verliert der Beherrscher dieser Kreatur einen Lebenspunkt. Und das zählt für jede Kreatur, die uns angreift. Das ist schon ziemlich übel, wenn wir uns nur vorstellen, dass durch unseren Commander diese Fähigkeit gleich verdoppelt wird. Selbst wenn alle unsere Kreaturen getappt sind und selber nicht mehr blocken könnten, würden unsere Gegner es sich gut überlegen, eventuell uns doch nicht anzugreifen.
Auch wenn wir der Monarch sind und durch einen Angriff eventuell den Monarch-Status verlieren und an einen anderen Spieler abgeben müssen, werden unsere Gegner es sich ganz genau überlegen, ob sie der Monarch werden wollen oder nicht. Denn wenn jemand der Monarch wird, wird er in der nächsten Angriffsphase auf jeden Fall das Ziel unseres Angriffs werden und das kann eventuell nicht so ganz gut ausgehen für diesen Spieler. Auch Kreaturen wie zum Beispiel Kazul, Tyrant of the Cliffs, kann ziemlich gut in unserem Deck sein, denn immer wenn eine Kreatur, die ein Gegner kontrolliert, angreift und wir der verteidigende Spieler sind, dann legen wir erstmal ein 3-3er Ogre ins Spielfeld. Es sei denn, ihr Beherrscher bezahlt 3 Mana. Sollten wir unseren Commander gleichzeitig draußen haben, können wir gleich 2 Ogre-Kreaturen-Spielsteine ins Spielfeld legen, es sei denn, ihr Beherrscher bezahlt nicht für jede dieser Kreaturen 3 Mana. Das ist natürlich richtig viel Mana, die unsere Gegner hier investieren müssen, um uns nicht hier noch unnötig irgendwelche Ogre-Kreaturen-Spielsteine zu bescheren. Und dieser Trigger zählt auch noch für jede Kreatur, die uns angreift. Das bedeutet, unsere Gegner müssen sich schon ziemlich gut überlegen, wie viele Kreaturen und mit welchen Kreaturen sie uns angreifen wollen, um uns möglicherweise überhaupt Schadenspunkte zufügen zu können. Sollten dann auch noch diese Ogre-Kreaturen-Spielsteine den Kampf überleben, sieht es in der nächsten Angriffsphase auf unserer Seite auch schon wieder gleich ganz anders aus. Ich denke allerdings auch, dass Ishin in einem Edgar Markov-Deck ziemlich viel Sinn macht. Oder aber wir nutzen Ishin selber, um daraus ein Vampire-Tribal zu bauen. Denn es gibt ziemlich viele Vampire, die auch irgendwelche Fähigkeiten haben, die ausgelöst werden, wenn Vampire, die wir kontrollieren, angreifen. Wie zum Beispiel beim Sanctum Seeker oder bei Maverin Fine. Beim Sanctum Seeker ist es zum Beispiel so, dass immer wenn ein Vampir, den wir kontrollieren, angreift, jeder Gegner einen Lebenspunkt verliert und wir einen Lebenspunkt dazu erhalten. Wenn wir dies in einem Ishin-Deck richtig gut ausnutzen wollen, brauchen wir natürlich schon den einen oder anderen Vampiren, der hier angreift. Allerdings müssen wir bedenken, dass gleich doppelt so viele Lebenspunkte verloren werden. Und allein so ist er schon eine ziemlich starke Kreatur und sorgt für ziemlich viel Unwohlsein bei unseren Gegnern, denn der Sanctum Seeker selber kann dafür sorgen, dass unsere Gegner relativ schnell seine Lebenspunkte runterschrauben müssen. Und in Kombination mit Ishin gerät das gleich doppelt so schnell. Auch in einem Kalia of the Wust Deck würde er ziemlich viel Sinn machen, denn immer wenn Kalia angreift, können wir eine Engel-, Dämon- oder Drachenkarte von unserer Hand ins Spielfeld legen. Diese ist dann getappt und greift ebenfalls an. In Kombination mit unserem Commander wären es gleich 2 Drachenkarten. Ziemlich gut ist da noch in Kombination Uhtrara Hellkite, den wir auf jeden Fall auch so in einem Ishin-Deck spielen sollten. Denn immer wenn ein Drache, den wir kontrollieren, angreift, legen wir einen weiteren 6/6er Drachen-Kreaturen-Spielstein ins Spielfeld. In Kombination mit unserem Commander bedeutet das in jedem Fall, auch nur wenn wir Uhtrara Hellkite als einzigen Drachen im Deck haben, dass wir gleich 2 Spielsteine ins Spielfeld legen dürfen. Und das ist schon richtig übel. So ein bisschen Life-Drain können wir allerdings auch mit dem Brutal Horde Chief erreichen. Immer wenn eine Kreatur, die wir kontrollieren, angreift, dann verliert der verteidigende Spieler einen Lebenspunkt und wir halten einen Lebenspunkt. Im Gegensatz zum Sanctum Seeker ist es hier also nur ein Spieler, der Lebenspunkte verliert. Allerdings ist das eine Möglichkeit, hier kein Vampire Tribal zu verfolgen und trotzdem denselben Effekt ein bisschen nutzen zu können. Auch so finde ich das in Kombination mit Ishin ziemlich stark. Wenn ein Spieler, also der verteidigende Spieler, gleich 2 Lebenspunkte pro Kreatur schon mal verliert, mit der wir ihn angreifen. Und dann hat der Brutal Horde Chief auch noch eine zweite Fähigkeit. Wir können insgesamt 5 Mana bezahlen und Kreaturen, die ein Gegner unserer Wahl kontrollieren, müssen blocken in diesem Zug, wenn es möglich ist. Und wir dürfen aussuchen, wie diese Kreaturen blocken. Das ist natürlich ziemlich nützlich, denn so können wir selber entscheiden, welche Kreatur wie geblockt wird und so können wir sicherstellen, dass die meisten Kreaturen von uns auch überleben und wir auch noch zusätzlich richtig viel Kampfschaden verursachen können. Kombinieren wir das noch mit Iroha, the God of Victory, kann uns im Kampf eigentlich schon gar nichts mehr passieren. Auch wenn diese legendäre Verzauberungskreatur Gott keine eigene Fähigkeit hat, die ausgelöst wird, wenn eine Kreatur angreift, sollten wir sie auf jeden Fall in unser Deck packen. Denn es wird generell jeder Schaden verhindert, der zu angreifenden Kreaturen, die wir kontrollieren, zugefügt wird. Da wir mit unseren Kreaturen in jeder Angriffsphase und dann so häufig wie möglich angreifen wollen, ist auch sichergestellt, dass unsere Kreaturen auch hier überleben und das in jeder Kampfphase. Unsere Gegner brauchen also gute Removal-Spells, um unser Board nun ein bisschen aufräumen zu können. Bei diesen ganzen Angriffstriggern darf natürlich auch der Helm of the Host nicht fehlen. Leider hat dieses Equipment keinen eigenen Trigger, wenn die ausgerüstete Kreatur angreift, sondern einen Trigger zu Beginn unserer Kampfphase.
Das ist allerdings auch ganz okay in Kombination mit unserem Commander, denn es wird eine Kopie der ausgerüsteten Kreatur erzeugt, bevor wir die Angreifer deklarieren. So können wir den Helm of the Host also auf eine Kreatur anlegen, die selber einen Angriffstrigger hat, und bevor dieser ausgelöst wird, erzeugen wir eine Kopie dieser Kreatur, weshalb diese Fähigkeit an sich auch nochmal ein weiteres Mal auf den Stack gelegt werden kann. So können wir also sicherstellen, dass wir richtig viele Trigger zu Beginn unserer Kampfphase oder wenn wir unsere Angreifer deklarieren haben. Ich denke dabei nicht unbedingt an die Titans, sondern auch an Eldrazis wie zum Beispiel Ulamog. Immer wenn Ulamog angreift, muss der verteidigende Spieler die obersten 20 Karten seiner Bibliothek in den Friedhof legen. Per se bedeutet das mit unserem Commander, dass er gleich 40 Karten in seinen Friedhof legen muss. Haben wir den Helm of the Host vorher auf Ulamog ausgelegt und greifen denselben Spieler an, muss er gleich 80 Karten in seinen Friedhof legen, was der sichere Tod bedeuten würde. Wer allerdings nicht die finanziellen Mittel für einen Ulamog hat oder ihn nicht in seiner Sammlung hat, kann natürlich auch die Eldrazi Conscription spielen, eine Kreaturenverzauberung, die der verzauberten Kreatur Annihilator 2 verleiht. Immer wenn die verzauberte Kreatur angreift, muss der verteidigende Spieler gleich 2 bleibende Karten opfern. In Kombination mit unserem Commander sind es gleich 4 bleibende Karten, die der verteidigende Spieler opfern muss. Wir können also sicher sein, dass wir mit diesen beiden Eldrazi-Karten nicht nur der Arc-Enemy am Spieltisch sind, sondern auch ziemlich schnell unbeliebt werden. Ein bisschen witzig finde ich das allerdings schon. Deshalb habe ich mir Gedanken gemacht, wie man dieses Deck ein bisschen freundlicher aufbauen kann, aber so wirklich eine freundliche Art und Weise habe ich nicht gefunden, selbst wenn ich über Illag, the Raceboar, nachdenke. Immer wenn dieses Wildschwein angreift, dann können wir eine Kreaturenkarte von unserer Hand angreifend aufs Spielfeld legen. Diese Kreatur muss natürlich zu Beginn des nächsten Endsteps wieder zurück auf unsere Hand genommen werden. In Kombination mit unserem Commander können wir gleich 2 Kreaturen von unserer Hand aufs Spielfeld legen, was eine ziemlich gute Sache ist. Wir müssen allerdings auch sicher gehen in unserem Deck mit genügend Card Draw, dass wir genügend Kreaturen auf unserer Hand dann haben. Weitere Kampfphasen können wir mit Aggravated Assault initiieren. Für gleich 5 Mana können wir alle Kreaturen, die wir kontrollieren, enttappen und erhalten eine zusätzliche Kampfphase. Das ist natürlich ziemlich praktisch in unserem Deck, da wir ziemlich viele Kreaturen haben, die von einer weiteren Angriffsphase profitieren. Dies geht zum Beispiel auch mit Murrog Fury of Akum. Jedes Mal, wenn wir ein Land ausspielen oder wenn ein Land unter unsere Kontrolle das Spielfeld betritt, erhalten wir hier ebenfalls eine zusätzliche Kampfphase. Das Besondere hierbei ist auch noch, dass Kreaturen, die wir kontrollieren, +1/+0 erhalten für jedes Mal, dass sie in diesem Zug bereits angegriffen haben. So können wir also sicher sein, dass wir genügend Kampfphasen initiieren, um unsere Trigger so richtig in die Höhe zu treiben, damit kein Stein auf dem anderen stehen bleibt. Das waren meine ersten Gedanken zu Isshin Two Heavens as One. Ich finde diesen Commander ziemlich abgefahren und ihr könnt euch zu 100% sicher sein, dass ich mir diesen Commander auf jeden Fall mal bauen werde. Nicht nur das Artwork finde ich ziemlich abgefahren, auch der ziemlich simple Regeltext auf ihn hat große Auswirkungen aufs Spielfeld, was mir ziemlich gut gefällt. Und auch seine Spruchkosten sind ziemlich solide, weshalb ich ihn schon in einem Casual Game ziemlich hoch bewerten würde. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was ihr über Isshin haltet und ob ihr empfindet, dass er ein ziemlich guter Casual Commander sein kann. Und dann verabschiede ich mich auch schon. Bis zum nächsten Mal bei Elder Demon Highlander.